Ja, Leute, willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Secret of Mana. Wie immer mit mir, dem Amras, und auf der anderen Seite der Leitung. Ja, das ist der Bernhard. Hallo, ihr Leute. So sieht's aus. Und wir haben beim letzten Mal den schwebenden, pfeilschnellen Motorradfuzzi umgehauen. Ganz genau, und extra hier angehalten, damit die Spannung nämlich bleibt. Genau, alles bebt, alles wackelt, alles ist leicht rötlich gefärbt. Was wird passieren? Oh, wer ist das denn? König Pfifferling ist das, oder? Ja. Quatsch mal. Hallo? Gerade noch rechtzeitig, oder? Wie ich hergekommen bin. Auf Lufti natürlich. Er ist schnell gewachsen und konnte plötzlich fliegen. Ha, ist ja sehr Sonderwaffe Drachen, ne? Da bin ich einfach auf seinen Rücken gesprungen und losgeflogen. Na, weil du alles kannst auf Anhieb. Es ist witzig, aber Lufti hält euch tatsächlich für seine Eltern. Ah, klar. Diese Trommel ist übrigens sein Lieblingsspielzeug. Nehmt sie, ihr könnt ihn damit zu euch rufen. Bringt mich jetzt bitte zurück ins Trüffeldorf im Südwesten von hier. Das klingt extrem nützlich, was wir jetzt bekommen. Das klingt extrem ultra übelst nützlich, was wir hier bekommen. Wir bekommen jetzt nämlich einen waschechten Drachen und ich glaube, du kannst ihn auch fliegen. Ich glaube, ich kann ihn auch fliegen. Was hat er gesagt? Südwestlich? Südwestlich, und ihr Lieben, jetzt achtet mal bitte darauf, wie genial das einfach mal ist. Es ist der Super Nintendo. Yeah, Und man fliegt hier mit einem waschechten Drachen. Ich glaube, du kannst sogar hoch runter fliegen mit den LR-Tasten. Oder irgendwelche Tasten hoch runter. Oh ja, so habe ich Vogelansicht mit L und R. Ich probiere mal die anderen Schultertasten. Nee, Ohren runter. Geht nicht. Na, drück mal auf Schlagen oder so. Vielleicht war das das. Ah ja, guck mal, jetzt gehst du, glaube ich, runter. Ja, ja. Oh ja, okay. Wie gehe ich wieder hoch? Ah ja, okay. Und das finde ich schon ultra genial für ein Super Nintendo-Spiel. Ja, vor allem jetzt bin ich aber, glaube ich, am Trüffeldorf vorbeigefenstert, oder? Ja, also man sieht auf der Karte meistens so die speziellen Plätze, wo man runtergehen kann. Es macht Spaß, wir fliegen mal weiter nach Südwesten. Ja, zur Not, die Welt ist rund gemacht, das heißt, irgendwann kommst du wieder da an, wo du vorher warst. Guck mal, da wäre ein Dorf zum Beispiel. Ja, das könnte es auch glatt sein. Ist das Trüffeldorf? Weiß ich nicht. Ah, vielleicht, du kannst ja mal landen. Checken wir es erstmal ab. Mal. Nee, das ist Nordstadt, oder? Ja, sieht so aus, ja, zumindest. Dann könnten wir eigentlich uns auch gleich mal heilen, wenn wir schon hier sind, ne? Ja, können wir eine Runde pofen gehen. Und auch gleich neue Nüsse kaufen. Bei irgendeinem Spiel, war das auf Super Nintendo oder war das ähnlich? War das bei Final Fantasy VI oder so, wo man auch so ein Schiff hatte, wo man ähnlich über die Karte fliegen konnte? Also bei Final Fantasy VIII hatte man ein richtiges Schiff. Ich meine, das war bei Final Fantasy VI auch so. Also Final Fantasy VI habe ich nicht gespielt, aber Final Fantasy VIII gab es auch nicht auf dem Super Nintendo. Insofern... Okay. Ist das hier eigentlich schon die Schlafstätte? Also... Wir können ja mal gucken. Nee. Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Das ist also hier nicht das Richtige. Nein. Ich dachte wegen der Kaffeetasse, sah so gemütlich aus, ne? Ich glaube, es ist. Nee, hier können wir einkaufen. Das können wir aber auch machen. Wegen der Nüsse. Ne? Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich. Aber wir haben den Prinz, den König doch jetzt gerade gar nicht hier in der Party, oder? Nee, eigentlich nicht. Dann sollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal anfangen, die Welt zu erkunden, wenn wir jetzt schon mal so einen geilen. Oh, guck mal, wie viel Geld wir haben. Ich wollte es auch gerade sagen, wir haben Asche ohne Ende. Können die ganze Welt kaufen. Dann ist das Spiel vorbei an dieser Stelle. Wir können auf jeden Fall zwei Tiger-Bikinis kaufen für unsere liebe Hilde. Sie hat doch schon einen Herr. Ja, ich habe auch schon davon geträumt. So. Oha. Ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr. Ich glaube, wir haben auch nicht viel verbraucht. Es lief wohl doch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Profis, die wir sind, haben wir natürlich die letzte Folge nicht vorher nochmal angeguckt. Das wäre total langweilig. Ach komm, wir gehen einfach auf Welterkundung hier, laufen wir nicht die ganze Zeit rum, fliegen wir lieber ein bisschen und ergötzen uns an den 3D-Grafiken von gestern, indem wir die Luft die Trommel schlagen. Fliegst du jetzt, wenn du die Trommel bedienst, oder fliegt immer Player 1? Müssen wir gleich mal ausprobieren, weiß ich gar nicht. Werden wir ja gleich sehen. Hui. Ach, was für ein geiler Effekt das auch ist. Ja, hui. So, kannst du fliegen? Nö. Ah, dann bin ich's. Yeah. Yeah! Haust du rein, Südwesten. Vielleicht ist das Trüffeldorf? Ja, das Trüffeldorf war ja unterirdisch, ne? Ja. Wir können ja mal den Kontinent hier abchecken. Ja. Vielleicht hier? Es war ja so bergig. Mal gucken, was das hier ist. Ist mit dem Analogstick gar nicht so einfach zu steuern, finde ich, der Drache. Nein, ich nehme ja den Digi-Stick. Ah, ne, hier ist das andere Dorf. Das ist nicht richtig. Dann direkt wieder in die Luft. Juhu. Oh, die Trommel ist zu leise. Was soll das denn? Hä? Vielleicht geht das nur hier.
Manche Maps gibt's ja quasi wie auch in Dungeons, wo du nicht mit der Trommel schlagen kannst. Ach so, ja. Übrigens, eine ganz lustige Geschichte. Diese Trommel ist ja so ein Ding, was diese zwei Bommel hat mit dem Hin- und Herschlagen. Und ich war mal auf so einer Halloween-Party, wo zwei Kommilitonen wirklich ultra gruselig... wir sind aber gerade eben da gelandet, ne? Auf dem da unten. Auf dem da, jetzt was jetzt unten ist. Ja, ja, und trotzdem dort hinten losgegangen. Okay, und die haben die ganze Zeit mit der Trommel rumgeschlagen und ich habe mich so gefürchtet, weil die auch wirklich ganz gruselig angezogen waren. Ganz komische Jungs. Und Lufti kam nicht. Komisch, dass Lufti nicht kam. So, hier ist also nicht das, was wir brauchen, denn würde ich mal sagen... Ja, fliegen wir mal weiter, ne? Das könnten doch Pilze sein, oder? Ja, man muss sich ja hier selber erstmal so ein bisschen orientieren. Ah, ich weiß ganz ehrlich gesagt gar nicht, wo überhaupt was ist hier. Ich habe auch keine Ahnung. Wie es halt auch sein muss. Hab mir auch überhaupt nicht gemerkt, in welche Richtung wir gelaufen sind und was in welcher Himmelsrichtung welches Dorf oder welche Stadt liegt. Ja. Oder weiß der Geier was. Muss ja erstmal so ein bisschen... Also das... Ah, da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Das ist also einmal schon um die Welt rum. Dann fliegen wir mal nach Westen und gucken mal, was kommt. Wasser. Oh, hier mal landen? Land doch mal. Land doch mal, Alter. Ach doch mal, Alter. Wir gucken erstmal um hier. Diata, Ashrata. Satzbau for the win. Huch. What the... Oder? Das sieht hier alles ganz schön wüstig aus. Hier waren wir aber auch noch nicht. Quatsch mal die Leute hier an. Die ganze Insel... Ah, die ganze Insel besteht aus hochkarätigem Gold. Yeah, yeah! Wir haben genug. Das ist die Goldfestung. Hier darf niemand hinein. Okay, lass uns reingehen. Wollen wir wetten? Dass du dich ja wirklich an alles hältst, was die Wachen sagen. Ah, mal gucken, ob wir reinkommen. Ah, verdammt. Oh. Merde. Spiel wird immer schlechter. Nirgends kommt mal rein. Ich dachte, das wäre Open World hier. Ja. Oh, ein Shop. Wollen wir reingehen? Können wir mal gucken, was wir hier so kaufen können. Ein Dancing-Händler. Wie kann ich helfen? Dann gucken wir doch mal, wie du helfen kannst. Feuer. 8000 für einen Ring ist natürlich schon ziemlich Fülle, ne? Alter! Wow! Tulpenjacke sieht auch eher aus wie ein Tulpenbikini. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, guck mal, da sieht man doch diese paar 4-5 Pixel da, ist es schon. Naja, ja, wollen wir hier schon was kaufen oder erstmal nicht? Ich weiß, es könnte sich als ganz sinnvoll erweisen, weil es könnten ziemlich krass sein. Wir können ja mal 3 von diesen Ringen kaufen. Mhm. Und wenn es dann noch für eine Dämonenweste reicht oder so, für unseren Jungen vielleicht. Ja. Weil die anderen beiden steuern wir ja, da passiert ja nie was. Mhm. So, 3 davon, sehr geil. Hm. Was haben wir hier für Mützen? Die Enton. Enton und der Drachenhelm. Und Opas Pickelhaube. Ja. Ich lege erstmal die Ringe kurz an. Ja, mach das mal. Was die überhaupt, wie viel die überhaupt bringen. Die ganze Insel ist aus Gold, ey. Was für eine dekadente Sippe. Ja, oder? So, du bist elegant vorbeigegangen. Ja, ich bin elegant vorbeigegangen, hab's auch gerade gemerkt. Zack. Ah, Tigerbikini. Zack. So, was haben wir jetzt? 16. Alter. Okay, dann wechseln wir mal. Das lohnt sich doch sehr. Aber hallo. Oder um es mit den Worten eines bekannten Fernsehmoderators zu sagen, das ist geil. Ja. Auf dich kann ich jetzt nichts wechseln. Dann mach ich das fix. Jupp. Ich geh kurz raus. Zack. Und wie ein Vollprofi drücke ich in die falsche Richtung. Oh. Ja, man merkt, dass wir es einfach drauf haben. Der eine scrollt geschickt vorbei. Das ist einfach phänomenal. So, verkaufst du gleich die anderen Ringe? Mach ich. Supi. Machen wir alles. Jetzt bin ich auf Kaufen gegangen. Das war natürlich unklug. Zumindest für strategische Handeln mit dem Händler war das nicht so clever, ja. Nein. So, aber den Tiger-Bikini wäre auch schade um den, ne? Ja, oder irgendwie schon. Den sollte man noch nicht verkaufen. Ich meine, wenn irgendwie Gretel vielleicht mal wieder abhanden kommt und Horst und Hilde allein sind, vielleicht braucht sie dann den Tiger-Bikini nochmal. Unbedingt. So, für so einen Ring kriegen wir natürlich nur 800. Mhm. Aber 37 haben wir noch. Was wollen wir denn machen? Ich würde sagen, hol ihm mal ruhig die Dämonenweste für den Jungen. Können wir eigentlich echt machen. Dann tanken wir mit dem ein bisschen.
Hilde behält ihren Sexy-Modus und Gretel, naja. Die Dämonenweste können ja alle drei anziehen, das sehe ich ja jetzt erst. Ah, dann können wir die sogar, wenn wir irgendwo mal Probleme haben mit einem Charakter, gut wechseln. Ja, aber mehr können wir uns halt auch nicht leisten, ne? Ne, jetzt ist erstmal alle. Aber jetzt ist, glaube ich, Horst auch ziemlich overpowered. Ich bin gespannt, was er jetzt gleich hat. Wir werden es sehen. Ich bin beim Falschen, hier will ich hin. Okay, 52 und was kommt jetzt? Ich tippe auf irgendwas über 70. Ah, okay. Alter Schwede. Aber du hast recht gehabt, es war ja irgendwas über 70. Ja, oder? Ich hätte auch sagen können, es ist irgendwas über 52, da wäre ich noch sicherer gewesen. Okay, dann können wir eine von der Kleidung jetzt auch erstmal wieder verkaufen. Alter, scheiße. 139. Kriegt der jetzt überhaupt noch Schaden? Eieiei, wahrscheinlich mehr als uns lieb ist. Wir haben das übrigens nicht so geplant, wir sind rein aus Zufall in dieser goldenen Stadt gelandet. Das ist auf jeden Fall eine schöne Überraschung, muss ich sagen. Also das Spiel begrüßt uns schon wieder mit einer großen Motivation. Echt, da fliegt man mal ein bisschen über die Insel und dann gleich sowas. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Ja. Kann man hier noch mehr machen? Ja, ich weiß nicht, Gesundheit ist voll? Nach und nach versinkt die Insel im Meer, weil das viele Gold zu schwer ist. Oh, guck dir mal einen Baum aus Gold. Viele von uns sind deshalb hier weggezogen. Haben wir bestimmt noch was mitgenommen, ne? Ja, natürlich so ein Blatt oder zwei. Fossil ist ja genug da. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ein Ausrüstungsshop. Oder? Ist das ein Ausrüstungsshop? Da ist ein Schwert drüber, ne? Ach, Bertie! Der hat hier auch eine kleine... Ich dachte mir, bevor dieses Haus leer steht, kaufe ich es einfach mal. Haben wir was? Ja, wir haben jede Menge Orbs bekommen, ne? Ja, so viel Geld haben wir nicht. Aber mach mal, erneuer mal, was wir können. Ja, oder? Würde ich auch sagen. Ah, diese Scheibe da noch, genau. Die Harpune geht. Auf welche Harpune? Auf die Dämonenspeer. Harpune. Genau, auf die Dämonenspeer. Verstehst du? Und Kometen schweift, tigitiert zu... Insektenteller. Ja. Und die Axt, glaube ich, auch, ne? Oh, die Peitsche auch. Sehr gut. Aber die ist auch so grau, ne? Das hätte ich wieder übersehen. Ja, wie bei dem Bogen, da haben wir es ja auch gefühlte 100 Mal übersehen. Haben wir erst Stufe 3 die Axt? Vielleicht haben wir keine Orbs gefunden dafür. Ja. Ja. Ach, irgendwer hat auch geschrieben, wir haben in dem Schloss, wo wir als letztes waren, haben wir, glaube ich, 2 Orbs sogar verpasst, die auf irgendwelchen Außenbalkonen waren. Sollen wir mit Lufti vielleicht nochmal vorbeifliegen, angelegentlich? Mhm. So, hier haben wir alles bei Berti. Fantastisch. So. Dann haben wir wahrscheinlich... Hat er sich hier einfach ein Haus gekauft, ja? Wir geben ihm eindeutig zu viel Geld für seine Arbeit. Kann man aber auch nicht pennen anscheinend, oder? Aber brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Haut ab, ihr! Es schadet meinem Geschäft, wenn man euch hier sieht. Was ist hier los? Pass auf, wenn ich dir gleich deinen Dutt rausroppe. Ist hier aber Ruhe. So, was sagst du hier mit deinem hübschen Zopf? Alle meine Bekannten sind auf die Weihnachtsinsel gezogen. Ich langweile mich. Aha. Und hier liegen überall Goldbrocken rum. Ja, aber so eine Sache mit dem Geschäft ist mir wirklich mal in echt passiert. Und zwar war ich in einem Einkaufscenter bei uns in Berlin und habe nach einer Brille geguckt. Und das war so ein Etepetete-Shop, das wusste ich da aber nicht. Und damals hatte ich noch Dreadlocks. Und da hat dieser Mann doch echt zu mir gesagt, und zwar bevor ich noch irgendwas gesagt hat, kam er zu mir, der Verkäufer, und meinte, dass wahrscheinlich mein Preissegment in diesem Geschäft nicht zu finden sei. Bin ich aber auch wortlos, habe ich mich umgedreht und bin rausgegangen. Ich hasse solche Leute. Ich hasse es, die nach Aussehen und mit Vorurteilen behaftet über irgendwen urteilen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt immer wieder noch so. Der letzte Scheiß. Boah, 200 Goldmünzen. Nee, oder? Komm. Nee, wir brauchen, glaube ich, auch gar nicht. Nee, im Estrell müssen wir hier nicht nächtigen. Nee. Wenn, dann geht's gleich ins Ritz-Carlton. Speichern wollen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Eieieiei. Aber gut, ist natürlich... Ich würde sagen, wir heben nochmal ab und bringen erstmal den alten Pilzhampel nach Hause. Ja, heb mal ab. Der Amras hebt jetzt ab. Das macht der ganze Fame. Ich hebe jetzt ab. Ich bin nämlich total... Wir sind hier in der Goldstadt. Da kann man ruhig mal ein bisschen abheben. Das Geräusch ist auch so episch. Ja, wie gesagt, erinnert mich immer an diese Halloween-Feier. Ja, die Trommel ist echt gut. So, wir haben echt überhaupt keinen Plan, wo oder wie und überhaupt. Drück mal noch ein bisschen auf diesen einen Knopf zum Höherfliegen, hast du mehr Übersicht. Ein bisschen höher kannst du nämlich noch. Wo war das denn? Das war hier? Nee, der andere, glaube ich. Nee, hochfliegen quasi, hoch und runter fliegen. Ja. Okay. Schau mal, 300% Sichtweite, da könnte sich Minecraft ein Scheibchen von abschneiden. Ja. Und Minecraft ist viel pixeliger nämlich.
Das ist aber auch nicht so irgendeine Hafenstadt. Also sieht auch ganz interessant aus. Und die Musik würde auch, jetzt, es würde mich jetzt schon wieder reizen, überall zu landen. Ja, mich ehrlich gesagt auch, aber warum auch nicht, ne? Waren wir eben hier? Nee, ich glaube nicht, auf einer Stadt, wo eine Insel drauf ist. Oder doch, das ist die Goldinsel. Doch, guck mal, da glitzert's und blinkt's, ne? Ja. Das haben wir schon gehabt. Da vielleicht, guck mal, das sieht aus wie der Pilzwald. Wollen wir im Wald landen? Ja, probier's mal. Stadt? Ah, das ist, glaube ich, richtig. Das sieht aus wie Pilze. Also, wie Pixelpilze. Boah, ist das schwierig zu steuern mit dem Analogstick? Oh, jawolla! Perfekt!